draußen im Garten ernten. Und zwar frische Süßkartoffeln. Und dazu gibt es heute einen Süßkartoffelspinat. Und den machen wir aus unseren Blättern, denn auch die Blätter und Ranken der Süßkartoffel sind essbar. Denn die Süßkartoffel ist keine Kartoffel, sondern eine Winde. Und daher kann man auch diese Blätter essen. Und jetzt werden wir mal den ersten Schritt Süßkartoffeltaler im Ofen zubereiten. Für unsere Süßkartoffeltaler brauchen wir gut gewaschene oder eben geschälte, die sind ganz frisch, die habe ich nur gut waschen brauchen. Süßkartoffeln, geriebenen Parmesan, etwas Öl und gepressten Knoblauch, Salz und Pfeffer und frische Kräuter. Ich habe ja Thymian, Zitronenmelisse, Liebstöckel und etwas frische Petersilie. Die Süßkartoffeln habe ich in Scheiben geschnitten. Das habe ich jetzt mit meiner Brotschneidemaschine gemacht, damit sie möglichst schön gleichmäßig dick sind. Backblech habe ich mir mit Backpapier ausgelegt. Und die Kräuter, die schneide ich jetzt einfach grob zusammen. Da mischen sie sich auch schön durch und die duften ganz, ganz herrlich. Unser Öl wird sich jetzt noch mit Salz und Pfeffer. Und jetzt gebe ich auf die Unterseite meiner Süßkartoffelkräuter. Oder ist wahrscheinlich noch besser, wenn ich solche Kräuterhäufchen auf dem Blech mache und da die Süßkartoffel drauf setze. So bekommen die Süßkartoffeln den Kräutergeschmack. Die Kräuter verbrennen wir aber nicht gleich. Und jetzt bestreiche ich sie auf der Oberseite mit dem gewürzten Knoblauchöl. Backofen habe ich mir auch schon vorbereitet auf 180 Grad Umluft. Und zuletzt kommt noch auf jede Süßkartoffel etwas von meinem frisch gehobelten Parmesan. Und so kommen sie jetzt in den Backofen und werde ich sie da drinnen garen. Als Beilage zu unseren Süßkartoffeltalern gibt es Kalembola. Das ist ein afrikanischer Spinat, ein Gemüsegericht aus Süßkartoffelblättern. Ich hoffe, dass ich es wieder mal richtig ausspreche. Wenn nicht, müsst ihr verzeihen. Ich schreibe es auf alle Fälle richtig in die Videobeschreibung. Und dafür brauchen wir Zwiebeln und reife Paradeiser. Die schneiden wir einfach in Würfel. Und ich habe schon eine Pfanne heiß gemacht. Und da drinnen werden wir das jetzt anbraten. Das wird einmal die Basis für unser Gemüse. Während unsere Zwiebel jetzt noch braten, soll so lange braten, bis die Flüssigkeit der Paradeiser verdampft ist, bereite ich mir noch die Süßkartoffeln vor. Und dafür nehme ich einfach die schönen zarten Blätter samt den Stielen, die Ranken, die bleiben übrig. Und das kommt jetzt dann zu meinen Paradeisern dazu. Da hinein gebe ich jetzt meine Blätter und das wird noch mit Salz und Pfeffer gut gewürzt. Wer möchte, kann natürlich auch noch etwas Knoblauch dazugeben und das lassen wir jetzt auf dem Herd kurz andünsten, bis die Blätter zusammenfallen. Die Süßkartoffeltaler sind fertig, schön knusprig goldbraun und auch das Gemüse dazu. Und jetzt geht's ans Anrichten.
gesund, unheimlich einfach, irrsinnig lecker, nachhaltig. Das ist das Gericht. So kann man es am besten zusammenfassen. Trau dich einfach, probier die Süßkartoffelblätter. Ich weiß, roh schmecken sie ein bisschen bitter, aber so gekocht sind sie unheimlich lecker und sind wahre Vitamin- und Spurenelementbomben. Freut mich, dass du wieder dabei warst auf meinem Kanal Gabis Kochbuch. Hier gibt es noch einige andere leckere, gesunde Gemüseideen. Bis zum nächsten Mal beim nächsten Video.